Nach den Angriffen auf zwei Öltanker im Golf von Oman ist die Mannschaft eines der beiden Schiffe in Dubai gelandet. Laut Medienberichten seien alle 23 Besatzungsmitglieder des Front or Tear Öltankers wohlauf. Jeremy Corbyn, Oppositionsführer der britischen Labour-Partei, warnte über den Kurznachrichtendienst Twitter vor einer Eskalation. Großbritannien muss etwas tun, um die Spannungen am Golf abzubauen. Solange es keine glaubwürdigen Beweise für diese Angriffe gibt, wird durch die derzeitigen Anschuldigungen die Gefahr eines Krieges nur unnötig erhöht. Großbritanniens Außenminister Jeremy Hunt sieht das anders. Eigentlich ist es doch offensichtlich, wer dafür verantwortlich ist. Wir haben Videobeweise, die belegen, was die Iraner getan haben. Für Jeremy Corbyn ist das alles Amerikas Schuld. Das ist übrigens derselbe Mann, der sich weigerte, Putin nach den Angriffen von Salisbury Novichok zu verurteilen. Der iranische Präsident Hassan Rouhani betrachtet diese Aussagen als Vorwand. Offensichtlich könne sich der Iran nicht einseitig an dieses Abkommen halten. Es sei notwendig, dass alle Seiten, die an diesem Abkommen beteiligt sind, dazu beitragen, es wiederherzustellen.